Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner-Scharfen, komme aus der Nähe von München und bin Stampin'-Up-Demonstratorin. Das heißt, du kannst alle Produkte, aktuelle Produkte von Stampin'Up bei mir und über mich bestellen und ab 6. September die Produkte, die ich dir heute in diesem Video vorstelle. Und zwar gibt es in diesem Mini-Katalog, also unser Winter-Mini, wie wir ihn auch nennen, der im September startet, natürlich auch wieder Schneeflocken. Finde ich total wichtig, weil so den Winter über braucht man immer und es macht mir immer riesigen Spaß, Schneeflocken zu stempeln. Hier haben wir ein Stempelset mit 6 unterschiedlichen Schneeflockenstempeln und zwar manche sind etwas flächiger. Hier haben wir 3 sehr filigrane und 3, 4 schöne Sprüche. Funkelschöne Feiertage, frohes Fest, lass dich verzaubern für dich. Geht natürlich auch noch für Wintergeburtstagskinder. Und es gibt keine Stanzen zu diesen Schneeflocken dazu, aber eine wunderschöne Handstanze, die Papierstreifenenden, wenn man sie mal so nennen will, in so eine Schneeflocke verzaubert. Seht ihr? Das ist doch wirklich wunderschön. Also ich muss hier auch gleich an den Lesezeichen denken oder an ein Etikett. Werden wir jetzt auf jeden Fall in unsere Karte integrieren und mal so ein Schneegestöber stempeln. Als Farben habe ich mir jetzt irgendwie alles außer Blau überlegt. Babyrosa, Fräsiendila, Lagunenblau und Pfauengrün. Ich bin gespannt. Ich werde mit der hellsten Farbe und der größten Flocke beginnen. Und die hellste Farbe ist natürlich in dem Fall Babyrosa. Oh. Wer gerne stempelt. Für den ist dieses Set, ich schau mal, wie viel es kostet, 25 Euro, geht voll klar. Das ist wirklich immer eine Offenbarung. Weil es gibt nichts Schöneres, als sich selber so einen Schneeflockenhintergrund zu stempeln. Habe ich jetzt auch gleich sehr flächig veranstaltet. Dann gehen wir zu den filigraneren über. Nehmen wir die große filigrane vielleicht gleich in Fräschen lila. Und ihr seht, wunderschön schaut das aus. Man könnte das jetzt wahrscheinlich direkt reinstempeln. Soll ich das mal probieren? Oh ja, dann hat man so eine hinterlegte Schneeflocke. Passt auf jeden Fall genau, aber es ist auch schön, es so versetzt zu stempeln. Dann mit der mittelgroßen Flocke würde ich jetzt noch in Lagunenblau ein bisschen weiter stempeln. Haben wir hier. Finde ich schön, einfach ein bisschen eine andere Farbnuance. Lagunenblau ist eh so hübsch. Sehr gut gefüllt hier. Oh, ist schön, oder? Ich finde, da kann man auch nichts falsch machen. Also da gibt es nur schön oder noch schöner. Und jetzt mit der kleinsten, die gar nicht so klein ist. Also die sind hier alle von der Größe her sehr nah beieinander. Also es gibt jetzt keine Babyflocken, sondern eigentlich sind die alle mittelgroß. Mittelgroß, groß, mittelgroß, mittel und mittelgroß, klein, würde ich sagen. Das ist aber auch schön, weil das füllt die Karte natürlich super.
Wow, oder? Also, wir haben ja zwar ein paar Flöckchen Designpapiere, aber so einen filigranen Flockenzauber haben wir leider nicht. Aber das war es schon. Wir schauen mal. Mit viel Gerede bei 5 Minuten, da könnt ihr auch euch mal einen Abend hinsetzen mit all euren Stempelkissen und eine richtige Serie stempeln. Schauen wir mal, wie das hier sich so anbietet. Könnte man von oben rein oder seitlich? Ich weiß gar nicht, ob ich das so schön. Das ist ein bisschen wenig Fräschen-Lila für Fräschen-Lila oder wenig kontrastreich. Schauen wir mal, weiß wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn man hier so ein ganz kleine nimmt. Auch da wird die Flocke das ist doch hübsch. Wirklich süß, oder? Also heute habe ich es mit den Stempelkissen. Hier müssen wir noch ein bisschen abschneiden. Da ist das Etikett nicht ganz so schön und dann in Faungrün einfach frohes Fest. Passt wahrscheinlich am besten auf mein Etikett. Das finde ich toll, dass man das hier für so verschiedene Größen benutzen kann. Auch hier ist so eine richtige Schräge mit drin. Haben wir gut angepasst. Ich kann euch mal sagen, wie breit das ist. 3 cm. Das ist eine perfekte Variationsbreite. Funkelnde Feiertage gefällt mir. Oh ja, funkelschöne Feiertage. Also funkelschöne Feiertage ist auch wirklich schön. Man könnte das jetzt auch matten. Habe ich im Katalog auch von oben runter gesehen. Oh ja, das wäre eigentlich auch ganz hübsch. Oder hier, funkelschöne Feiertage. Finde ich eigentlich auch gut. Bin noch nicht entschieden. Wir stempeln mal. Wir stempeln und gucken. Das ist eine tolle Schrift, oder? Ich wünschte, ich hätte so eine Handschrift. Wir machen es jetzt Pi mal Daumen. Für alle, die gerne Maße hätten. Es ist 10,5. Und so schnell entsteht eine wunderschöne Weihnachtskarte. Was sagt ihr? Mal ein bisschen ein anderer Style, weil wir hier den Banner von oben links herunterbaumeln lassen. Grundkarte brauchen wir selbstverständlich noch. Schneide ich zu bei 14,5. Der Aufleger war 14 mal 10 cm und Falzen tun wir hier bei den 21 cm 10,5. Also ich bin begeistert und ich glaube, das werde ich viel benutzen. Aber ich persönlich finde, Schneeflocken kann man A nie genug haben und B benutze ich die jedes Jahr sehr viel. Aber ich bin auch bekennender Designpapierstempler. Schreibt mir mal bitte in den Kommentaren, ob ihr auch schon Schneeflocken zu Hause habt und schönes Designpapier gestempelt habt oder ob ihr euch freut, dass es dieses Set jetzt gibt im Katalog und unbedingt noch Schneeflocken braucht. Und was können wir denn noch? Ob euch das Set gefällt und wie euch das Etikett gefällt. Also, ich bin selber ein bisschen überrascht, wie wunderschön diese Karte geworden ist. Aus Versehen gut geworden. Nein.
Also mit Schneeflocken könnt ihr wirklich nichts falsch machen und jede Karte wird ein Meisterstück. Jetzt danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bastelsachen bestellen wollt, geht in den Shop im Link unten, das in den Warenkorb eingeben, diesen Gutscheincode. Und wenn ihr im August bestellt, kriegt ihr am Ende des Monats ein niegelnagelneues Stempelset von mir zugeschickt aus meinem Bestand. Und ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss!